Papst Franziskus hat Obdachlose und Menschen ohne Papiere in der Brüsseler Kirche Saint-Gilles besucht. Zu der Gruppe gehörte auch ein Migrant, der mit einem Boot über das Mittelmeer zur italienischen Insel Lampedusa kam und dann ins Gefängnis geworfen wurde. Kurz darauf machte er sich auf den Weg zur Herz-Jesu-Basilika auf dem Kökelberg, wo er vor den örtlichen Bischöfen, Priestern und der katholischen Gemeinde sprach. Die Menschen lasen Briefe vor, in denen sie dem Papst Fragen zu verschiedenen Aspekten der katholischen Kirche stellten. Nur einen Tag zuvor wurde Franziskus vom belgischen König, dem Premierminister und dem Rektor der katholischen Universität in Leuven öffentlich kritisiert. Dabei ging es unter anderem um die Vertuschung des sexuellen Missbrauchs durch Geistliche und die Weigerung der Kirche, auf die Forderungen von Frauen und LGBTQ-Katholiken nach einem Platz in der Kirche einzugehen. Der Rektor der Katholischen Universität Leuven sagte dem Papst, dass die Missbrauchsskandale die moralische Autorität der Kirche so sehr geschwächt hätten, dass sie gut daran täte, sich zu reformieren, bis hin zur Weihe von Frauen zu Priestern,